In der Zwischenzeit hat die Bundeswehr oder die Bundesregierung sich geäußert, sie möchten doch auch jetzt militärisch noch was tun. Sie möchten, nachdem sie jetzt schon 5000 Helme an die Ukraine geliefert hatten, möchten sie doch jetzt auch mit Truppen unterstützen, zumindest die NATO-Partner an den Flanken. Man möchte also hier 150 Soldaten nach Rumänien verlegen. Eine Riesennummer, da wird Putin fürchterlich ins Schwitzen geraten, wenn er das hört. Und ein Flugabwehrraketensystem, das will man auch noch spendieren. Und Kriegsschiffe, ich glaube auch irgendwie noch 15 Radpanzer oder sowas. Also die Frage ist, zu was sind wir denn überhaupt noch in der Lage? Ich hoffe, die Soldaten werden dann vor Ort dann ihre Masken abnehmen dürfen, damit sie da ein bisschen besser durchatmen können. Denn das werden sie oftmals müssen, wenn sie sehen, mit was für einem Material sie da unterwegs sind. Denn tatsächlich sind wir inzwischen mit der Bundeswehr in eine Situation geraten, die beschämend ist und das für die aktiven Soldaten vor Ort mehr als nur eine peinliche Geschichte ist. Und da ist böses Grummeln unter den aktiven Dienstgraden über die Situation, über dieses Verlassenwerden von der Politik, die sich gegen die Bundeswehr stellt, sie am liebsten gar nicht mehr hätte, aber sich dann beschwert, wenn sie nicht einsatzfähig ist. Und diesen Spagat zwischen wasch mich, aber mach mich nicht nass, den müssen unsere Leute in Uniform, unsere jungen Männer und Frauen vor Ort ausbaden. Aber die Entscheidungen kommen natürlich von politischer Seite. Und die Konsequenzen daraus, die sind, man kann sie fast nur noch mit Humor ertragen, wenn es nicht so dramatisch wäre. Ich habe Ihnen hier so ein paar Sachen mal mitgebracht. Das sind ganz aktuelle Berichte. Also wir haben ja im Moment Leute in Litauen stehen, wir haben ja Leute dorthin geschickt zur Grenzsicherung und zur Unterstützung. Ja, die frieren sich den Arsch ab, die haben keine warme Kleidung. Denen fehlt es an warmer Unterwäsche, an warmen Jacken, an warmen Hemden. Nochmal, wir reden über die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022. Das war in Stalingrad vor Jahrzehnten schon das Problem, dass die keine warme Kleidung hatten. Das war der Auslöser, ein wesentlicher Auslöser der Stalingrad-Katastrophe. Und jetzt schicken wir die wieder Richtung Russland, wieder ohne warme Unterhose und ohne warme Kleidung. Und das im Jahr 2022. Es ist unglaublich, dass sowas möglich ist, ja, dass wir nicht mal warme Kleidung für die Leute haben. Also da fehlen einem schlichtweg die Worte, aber wir wollen da mitmischen. Ne? Auf der Hardware-Ebene sieht das nicht viel besser aus. Die Bundeswehr, die Einsatzbereitschaft mehr als fragwürdig aufgrund politischer Entscheidungen, kein Geld auszugeben, Bürokratie in den Vordergrund zu stellen und viele andere Themen mehr. Da spielt wahnsinnig viel mit rein, aber es sind politische Entscheidungen. Es sind nicht die Entscheidungen der jungen Frauen und Männer, die da Dienst tun, sondern es ist die Entscheidung der Politiker, die in ihren warmen Sesseln sitzen und dann Entscheidungen treffen, die dann entsprechend solche Bilder und solche Verantwortlichkeiten mit sich bringen. Die Hälfte der Bundeswehrhelikopter, das sind aktuelle Zahlen, das ist vom Januar diesen Jahres. Weniger als die Hälfte der Bundeswehrhelikopter sind derzeit einsatzbereit. Man spricht derzeit von etwa 40%. Und das sind auch keine Geheimnisse, sondern das sind offizielle Berichte, über die wir hier sprechen. Also das kann man durchaus thematisieren. Als die Franzosen vor kurzem aus Mali abgezogen sind, musste die Bundeswehr auch abziehen. Warum? Weil wir gar keine Hubschrauber haben, weil wir auf die französischen Hubschrauber angewiesen sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. Also wir kriegen das gar nicht selbst hin. Bei den Schützenpanzern sieht es nicht viel besser aus. Die Schützenpanzer, da möchte man, das ist die Seite des Bundesverteidigungsministeriums, die Sie hier sehen, da möchte man die Einsatzbereitschaft auf 50% steigern. Derzeit liegt die nur etwa bei 30% der Einsatzbereitschaft dieses ja, Hauptwaffensystems der Panzergrenadiertruppen. Mit was sollen die denn vor Ort bitte arbeiten? Das ist wirklich beeindruckend. Aber es geht auch noch eins besser. Da musste ich schmunzeln, als ich das vor einigen Monaten gelesen habe, als die Bundeswehr verlautbaren ließ, dass sie jetzt für 20.000 Euro pro Stück die 40 Jahre alten Funkgeräte nachbauen lassen. Nicht, dass die irgendwie abhörsicher werden oder sonst was, aber sie haben einfach nicht genug Ressourcen und Kapazitäten und finanzielle Mittel, um alle Fahrzeuge mit den modernen Funkgeräten, digitalen Funksystemen auszustatten. Also lassen sie alte, ich sag mal, Röhrenfunkgeräte für teuer Geld bei Einzelanfertigungen nachbauen. Ich glaube, 600 Millionen Euro kostet der ganze Spaß, um 40 Jahre alte Funkgeräte nachbauen zu lassen.